Die Legion der Space Marines, abgeschafft nach dem Ende des Bruderkrieges und heute im 42. Jahrtausend längst nicht mehr existent. Aber stimmt das auch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute wollen wir einen Blick auf die Space Marine Legion im 42. Jahrtausend bzw. in der Ära Indomitus werfen. Aber ihr mögt jetzt meinen, dass es die doch gar nicht mehr gibt und ich möchte hier auf jeden Fall ein bisschen widersprechen. Wir haben sowohl Legionen, die sich niemals wirklich aufgelöst haben und wir haben auch Legionen, die sich völlig neu gebildet haben und die sind auch besonders interessant, finde ich auf jeden Fall. Bevor es aber losgeht, würde ich sagen, wir werfen alle nochmal einen Blick unter dieses Video, denn die Hälfte von euch hat uns tatsächlich nicht abonniert und wir stehen so kurz vor 10.000 Abonnenten und ich würde mich echt freuen, wenn wir das bis Ende des Jahres noch schaffen. In dem Sinne, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video zum Thema Warhammer 40k verpasst. Wir machen nicht nur solche Einzelvideos, wir haben auch Podcasts, Shorts und alles rund um das Tabletop gibt es bei unserem lieben Partner Taschengelddieb. Da ist natürlich auch der Affiliate-Link in der Videobeschreibung versteckt. Und jetzt würde ich aber sagen, wir gehen rein ins Thema und ich kann euch sagen, ganz am Ende haben wir noch einen kleinen Sneak Peek auf den wohl interessantesten neuen Story-Arc, der vielleicht mit Games Workshop jetzt kommt, denn ich sage euch mal so, die Empress Children wurden bereits geteased. Und in diesem Sinne sage ich viel Spaß und Hydra Dominatus. Also lasst uns endlich über Legionen im 41. bzw. 42. Jahrtausend sprechen. Und ja, es gibt sie noch, alte wie tatsächlich neue, zumindest so in der Art, aber dazu später mehr. Aber um zu verstehen, warum es wieder oder immer noch Legionen gibt, müssen wir zunächst einmal die Frage beantworten, warum es sie offiziell nicht mehr gibt. Dies hat tatsächlich mit mehreren Gründen zu tun. Der prominenteste ist der Codex Astartes. Dieses Werk, geschaffen von Robute Gilliman, dem Primarchen der 13. Legion der Ultramarines, gibt praktisch alles im Leben eines Space Marines vor. Es beinhaltet Tagesabläufe, Denkmuster, Taktiken sowie den Aufbau der Space Marine Orden. Hierbei wird die Mannstärke mit je 1000 Marines angegeben. Nicht mitgezählt werden hier in der Regel Dreadnoughts und Scouts. Also ja, ein Orden mit 1000 vollwertigen Space Marines und rund 10.000 Scouts wäre zumindest theoretisch noch Codex-konform. Aber woher kommt der Codex jetzt? Nun, nach dem Ende des Bruderkrieges, der vielmehr als Horus Heresy bekannt ist, gab es ein Problem. Oder besser gesagt, es gab einen Haufen Probleme, aber das eine war das Essentiellste. Der Imperator und Malgador waren nicht mehr da. Natürlich saß der Imperator noch auf dem goldenen Thron, aber er war handlungsunfähig. Und Malgador hatte die Schlacht um Terra zusammen mit einem Großteil der Bevölkerung eben nicht überlebt. Somit gab es weder einen Imperator, der einen neuen Plan schmieden konnte, noch einen Regenten, der diesen umsetzen konnte. In diese Lücke trat nun Rebutic Gilliman. Gilliman hatte mehr oder minder Glück. In der Heresy war es ihm gelungen, sein Reich Ultramar erfolgreich zu verteidigen und letztendlich von dort nach Terra aufzubrechen. Man könnte sagen, dass die große Säuberung, also das Vertreiben der Verräter aus dem Imperium hinein in das Auge des Schreckens, zwar offiziell erst nach der Schlacht von Terra begann, aber ihren Anfang gefunden hatte sie in Ultramar. Die Ultramarines selbst hatten zwar unter anderem in der Schlacht von Kalf hohe Verluste erlitten, aber durch ihr extrem gutes Netzwerk der Logistik und ihr gut versorgtes Reich gelang es ihnen schnell wieder, ihre Reihen zu füllen. So überstanden sie den Bruderkrieg mehr oder minder intakt, auch wenn ihre Zahl längst nicht so gigantisch ist wie vor dem Krieg. Rebute Gilliman kehrte zwar mit einer gewaltigen Legion in das Imperium zurück, aber dies lag mehr oder minder in Trümmern. Die anderen Legionen waren stark angeschlagen, allen voran die Salamanders, Ravenguard und Ironhands. Diese hatten bereits beim Landungsfeldmassaker extreme Verluste erlitten und waren teilweise nur knapp der Auslöschung entgangen. Die Blood Angels und White Scars hatten zusammen mit den Imperial Fists Terra verteidigt und ebenfalls horrende Verluste dabei erlitten. Letztere wurden bei der Schlacht, die nur als der Eiserne Käfig bekannt ist, beinahe aufgerieben. Dies passierte nach dem Bruderkrieg, als Rogai Dorn, erfüllt von Zorn und Hass, fast seine gesamte Legion an einer Festung der Iron Warriors aufrieb. Und auch von den Würfen von Fenris, den Space Wolves und Lieben Russ war wenig übrig. Das Imperium stand also vor einem Desaster kurz nach dem gewonnenen Krieg. Führungslos, die Legion versprengt und deutlich unter Sollstärke. Hinzu kommt, dass Sanguinius und Ferrus Manus tot waren. Die einzige andere Legion, die ja halbwegs intakt war, waren die Dark Angels. Jedoch wurden diese nach dem Ende des Bruderkrieges bei der Schlacht um Caliban hart getroffen und verloren ihren eigenen Primarchen, Lionel Johnson. So übernahm Rebute Gilliman das Ruder und begann zusammen mit den übrigen Primarchen das Imperium zu reorganisieren. Er trennte unter anderem auch imperiale Flotte und imperiale Armee bzw. Astra Militarum voneinander. Frei nach dem Motto Teile und herrsche. Sollte die Flotte meutern, konnte sie ohne Bodenstreitkräfte keinen Planeten erobern und sollten diese hingegen das Imperium verraten, nun ja, es marschiert sich schlecht im All. Das gleiche Prinzip wandte er letztendlich bei den Legionen an. Es war überhaupt erst zu Horus Rebellion gekommen, weil zu wenige Leute zu viel Macht über zu große Armeen hatten. Nie wieder sollte ein Primarch einfach so in der Lage sein, das Imperium herauszufordern. Man könnte auch vermuten, dass eine gehörige Portion Trauma eine Rolle spielte. Für Gilliman, der praktisch die Verkörperung der Ordnung war, muss das Imperium einem Albtraum geglichen haben.
Zugleich hatte er die Brüder verloren, auf die er sich immer gern verlassen hatte, wie Ferrus Manus und Sanguinius. Die, zu denen er aufgesehen hatte, wie Leine Johnson, und die, die doch da waren, waren Schatten ihrer selbst, was ein Rogue Dorn mit einem selbstmörderischen Angriff auf den eisernen Käfig eindrucksvoll verdeutlichte. Auch waren die Zeiten nun anders. Vorbei waren die gigantischen Kreuzzüge gegen Xenos und Menschenimperium. Nun wurden schnelle Eingreiftruppen gebraucht, die überall im Imperium handeln konnten, dezentral und unabhängig voneinander. Und genau deshalb trennte Rebuilty Gilliman die große Einheit der Astartes-Legionen auf. Von den Space Wolves wird er daher bis heute Legionsbrecher genannt. Diese Handlung stieß aber keineswegs auf viel Gegenliebe. Verständige Legionen wie die Salamanders oder Freigeister wie die White Scar stimmten schnell zu, andere wie die Space Wolves weigerten sich oder blieben unentschlossen wie die Blood Angels. Schnell bildeten sich zwei Lager und es drohte fast ein neuer Bruderkrieg, bis Rogue Dorn Primarch der Imperial Fists einlenkte. Und so wurden die Legionen in Orden je 1000 Mann aufgelöst, aber ganz verschwunden sind sie noch nicht. Den Anfang machen die Imperial Fists. Diese besitzen ein Notfallprotokoll, das sich der letzte Wall nennt. Sollte das Imperium und Terra in größter Not sein, wird es aktiviert. Sämtliche Imperial Fists und Nachfolgeorden sammeln sich daraufhin und werden wieder zu einer einzigen Legion. Rogue Dorn selbst soll es entworfen haben und es wurde nur ein einziges Mal ausgerufen. 544 M32 griff ein riesiger Orc War im sogenannten Krieg der Bestie das Imperium an. Und nachdem der Orden der Imperial Fists bis auf einen einzigen Mann vernichtet wurden, wurde der letzte Wall aktiviert. Alle Nachfolgeorden erlitten hohe Verluste im Krieg, aber dank ihrer Opfer wurde das Imperium gerettet. Und dank ihrer Gensatzspenden wurde der Orden der Imperial Fists auch wieder aufgebaut. Eine weitere Erwähnung sollten an dieser Stelle vielleicht die Black Templar sein. Dieser aus den Templern der Imperial Fists unter Sigismund gegründete Orden umging den Codex Astartes auf eine kreative Weise. Ein Space Marine Orden darf mehr als 1000 Ordensbrüder besitzen, wenn er entweder in einer kommenden Schlacht hohe Verluste erwartet oder auf einem Kreuzzug ist. So beschloss Sigismund, dass der Krieg nicht vorbei war und die Black Templar dauerhaft auf einem Kreuzzug sind. Auch spalteten sie sich in mehrere Kreuzzüge auf und hatten keine Heimatwelt. Jeder dieser Kreuzzüge wird von einem Marshal der Black Templar geführt. Die Größe kann hierbei variieren, von wenigen Dutzend über Hunderte bis zu Tausenden. Schätzungen zufolge sollen die Black Templar 6.000 bis 8.000 Mann stark sein, vielleicht sind die Zahlen aber auch deutlich höher. So oder so macht dies sie zum größten vereinigten Space Marine Orden, ein Orden, der nur dank ihrer unerschütterlichen Treue niemals angefochten wurde. Ein weiteres aktuelles Beispiel sind die Flotten der ersten Welle des Indomitus-Kreuzzuges. Als Rebuilty Gilliman Terra erreichte und erfolgreich eine Invasion des Khorne auf die Thronwelt abgewehrt hatte, begab sich Belisarius Call zu Geheimkammern auf dem Mars. Gigantische Tore öffneten sich und heraus marschierten Legionen an Primaris Marines. Diese neuen Krieger waren endlich die Verstärkung, die das Imperium nach der Öffnung des Großen Risses brauchte. Der Große Riss hatte das Imperium gespalten in Nihilus und Solis. Das Imperium Solis gilt zwar inzwischen als weitaus sicherer, aber nur dank der Bemühungen der Indomitus-Flotten. Am Beginn der Ära Indomitus brachen diese gemeinsam von Terra, ausgestattet mit der neuesten Ausrüstung und geführt von Rebuilty Gilliman auf, um die Ordnung wiederherzustellen und Verstärkung zu weit entfernten Orden zu bringen. Ihre Zahlen reichten hierbei an die Mannstärken des Großen Kreuzzuges heran, also können wir mit Fug und Recht von Legionen sprechen. Ein Großteil der Streitkräfte bildeten die sogenannten Grauschilde, Primaris Marines, die zwar zur Blutlinie eines einzelnen Primarchen bzw. Orden gehörten, aber gemeinsam mit anderen Blutlinien kämpften. Imperial Fists, neben Blood Angels, an der Seite von Space Wolves unterstützt von Iron Hands, alle vereint durch den Indomitus-Kreuzzug. Nachdem dieser Imperium Solis wieder gesichert hatte, wurden sie allerdings nach der Schlacht von Raukos aufgelöst. Ihre Zahl war ohnehin auf 20.000 geschrumpft, viele waren gefallen oder an ihre Nachfolgeorden übergeben oder zu völlig neuen Orden erhoben worden. Der Rest wurde zu ihren Mutterorden entsandt oder gründeten eigene Orden. Mit dem steigenden Druck auf das Imperium Solis gibt es jedoch Gerüchte, dass Rebuilty Gilliman eine weitere Gründung befehlen könnte oder dass Dutzende Orden wieder dem Kommando einzelner Ordensmeister und Kommandeure unterstellt werden. Selbst in Ultramar, in der Heimat der Ultramarines, nimmt man es mit dem Codex Astartes inzwischen nicht mehr ganz so genau. Als Rebuilty Gilliman im solchen Krieg gegen seinen Bruder Mortarion in sein Reich zurückkehrte, erkannte er eine einfache Wahrheit. Ultramar konnte sich nicht effektiv verteidigen. Wo einst die große Einheit der Legion die 500 Welten geschützt hatte, war nun ein kleiner Orden und treue, aber weit entfernte Nachfolgeorden. Er führte kurzerhand das System der Tetrarchen wieder ein. 4 Sektorkommandanten, die Ultramar verteidigen und verwalten sollten. Ihnen unterstehen insgesamt 10 Space Marine Orden, gebildet aus den Ultramarines, den Scythes of the Emperor und 8 weiteren kurz nach der Schlacht bei Raukos gegründeten Orden. Man möchte fast meinen, der rechte Sohn wünscht sich die Tage der Legion zurück. Ein eindeutiges Beispiel hierfür dürfte sein Umgang mit den Blood Angels sein. Diese schlossen sich bei der Verteidigung von Baal de facto wieder zu einer Legion zusammen. Ihr Ordensmeister Dante versammelte alle Nachfolger in der Schlacht um Baal gegen die Tyranniden. Dies hatte zur Folge, dass Baal mit Mühe und Not standhielt, bis Rebuilty Gilliman die Heimatwelt der Blood Angels entsetzen konnte. Er ernannte
ernannte Commander Dante zum Regenten des Imperium Nihilus und machte ihn damit de facto zum Legionsmeister nicht nur der Blood Angels, sondern sämtlicher auf dieser Seite des Risses kämpfenden Orden. Dazu gab er ihm noch sämtliche Nachfolgeorden der Blood Angels inklusive ihres eigenen Ordens in voller Mannstärke in Primaris Marines mit. Was zugegeben die Söhne des Sanguinius bitter nötig hat, da gerade mal 2000 von ihnen die Schlacht um Baal überlebt hatten. Seitdem kämpft die Bruderschaft des Blutes an vielen Fronten. Baal wird zu der am stärksten aufgerüsteten Welt im ganzen Imperium Nihilus ausgebaut und täglich strömen Regimenter der Garde und Space Marines an Dantes Seite. Wie sehr sich die Streiter im Imperium Nihilus an den Codex Astartes angesichts der gewaltigen Bedrohung, der sie sich gegenüberstehen, halten werden, kann man sich hierbei denken. Auch erhielt Dante kürzlich Verstärkung von der einzigen Legion, die sich inoffiziell niemals aufgelöst hatte. Die Söhne des Löwen, die Dark Angels, kamen geführt von ihrem wiedergekehrten Primarchen Lionel Johnson nach Baal. Aber sie wurden keineswegs vom ersten Sohn wiedervereinigt. Die Dark Angels hatten niemals aufgehört, eine Legion zu sein. Nach dem Fall Calibans und dem Vorfall mit Luther und den Gefallenen, sie hierzu die Dark Angels Folgen auf unserem Kanal, erkannten die Ritter Calibans offiziell den Kodex an und spalteten sich in Nachfolgeorden auf. Das war's aber auch schon mit dem Gehorsam. Ihre Struktur, die sich noch an der Principia Bellicosa, dem ursprünglichen Werk zum Aufbau einer Legion, orientierte, behielten sie einfach bei. Genau wie der Großteil ihrer Spezialformationen, wie den Raven Ring und den Death Ring. Andere, wie der Fire Ring oder Dread Ring, wurden mutmaßlich in andere Nachfolgeorden ausgelagert. Diese sind besonders interessant. Ihr Aufbau ist nicht nur fast 1:1 identisch zum Aufbau ihres Gründungsordens, sie sind ihm auch bis ins Mark treu. Alle Ordensmeister der Nachfolgeorden schwören inoffiziell dem obersten Großmeister der Dark Angels die Treue. Grund dafür sind die gemeinsamen Bemühungen sämtlicher Söhne des Löwen, die Gefallenen wieder dingfest zu machen. Zusammen bilden sie die Legion der Sühne. Offiziell gibt es sie jedoch nicht. Und jeder übereifrige Inquisitor, der zu viel herumschnüffelt, verschwindet in den Weiten des Alls. So kam es, dass der oberste Großmeister der Dark Angels, Azrael, nach der Öffnung des großen Risses und dem Angriff Vashtors auf dem Feld schnell in der Lage war, die Legion wieder zu vereinen. In der darauffolgenden Schlacht in den Somnen und Sternen, die wir natürlich für euch hier verlinkt haben, kämpfte die erste Legion gegen Vashtor und Abaddon. Eine Schlacht, die sie fast verloren, bis Dante und der von ihm aufgefundene und zurückgekehrte Lionel Johnson hinzuschließen. Der Löwe besiegte Angron, den Primarchen der Redbearers, im Duell und führte seine Söhne aus der Falle. Danach stellte er die Legion der Sühne an die Seite von Dante und machte sich, begleitet von einer kleinen Schar, auf den Weg ins Imperium Solis, um seinen Bruder Gilliman zu treffen. Seitdem kämpfen die Engel von Caliban und die Engel von Baal Seite an Seite in der finsteren Nacht von Nihilus. Aber es gibt noch eine Legion, die sich unbemerkt von vielen wieder sammelt. Die Iron Hands sind ein isolierter Orden ohne tiefe Verbindung zum Adeptus Terra oder zu einer anderen Organisation. Einzige Ausnahme ist das Adeptus Mechanicus. Nun finden sich die Clanväter der Iron Hands im Eisernen Rat zu einer einzigen Berechnung zusammen, der großen Kalkulation. Flotten werden zusammengezogen, Nachfolgeorden kontaktiert und Optionen abgewogen. Noch schweigt der Abgesandte des Marses im Rat und nur mit ihrer Hilfe kann es gelingen. Doch langsam beginnt die Eiserne Zehnte sich zu sammeln. Hierbei wird nicht überlegt, ob sie sich wieder vereinigen soll. Lange haben sie die Zeit großen Schreckens vorhergesagt. Abgewogen wird lediglich, wann und wo ihr Hammer fallen soll. Ein wohlüberlegter Schritt, denn sobald ein Schachzug gemacht ist, kann dieser nicht mehr zurückgenommen werden. Und das vielleicht gerade zur rechten Zeit. Drei Verräterprimarchen wurden bereits im direkten Konflikt vom Imperium gestellt. Magnus der Rote, Mortarion und Angron, Diener des Sinch, Nurgle und des Khorne. Aber ein Gott hat noch nicht seinen Zug gemacht. Slaanesh, sie die dürstet, der dunkle Prinz. Und auch wenn Lorga angeblich bereits wieder an der Spitze einer gigantischen Dämonenarmee gesichtet wurde und es Berichte gibt, dass Perdurabo zumindest in einem Krieg gegen Mortarion bereits gesehen wurde, so gibt es nur ein Ziel, wo der Hammer der Iron Hands herniederfahren kann. Es gibt Erzählungen von einer großen gefiederten Schlange, die nach der Öffnung des großen Risses gesehen wurde. Abaddon bebt vor Wut aufgrund dessen, was der Phönizier in Nihilus veranstaltet, und auch die Iron Hands stellten sich ihm bereits. Nach der Öffnung des großen Risses griffen die Emperor's geführt von ihrem Primarchen Fulgrim die Welt Zerbist an. Captain Gorvoloch führte Clan Raukan in einem Überraschungsangriff gegen Fulgrim. Ihr Ziel war Rache für ihren erschlagenen Primarchen auf Istvan III vor so langer Zeit. So gelang es einem Großteil der Bevölkerung zu fliehen, auch wenn Captain Gorvoloch bei seinem überambitionierten Ziel erschlagen wurde und Clan Raukan nur knapp der Vernichtung entkam. Nun eilt Fulgrim mit einem unbestimmten Ziel zu einem unbekannten Punkt im Imperium Nihilus. Und es ist wahrscheinlich, dass die Söhne von Ferrus Manus genau dort zuschlagen werden. Konnte doch ihre große Kalkulation bereits den 13. Schwarzen Kreuzzug bis auf den Tag genau vorhersagen. Hier könnte sich nun das Schicksal der 10. Legion entscheiden. Rache und Hass oder Aufstieg und Erlösung. Oder wird der Eiserne Vater am Ende, wie er es versprach, in der Zeit großer Dunkelheit zurückkehren und seine Söhne erneut führen.